Hallo, liebe Modellflugfreunde. Herzlich willkommen bei Modellpilot EU. Mein Name ist Helmut Hochscharf und ich möchte euch heute das GPS von Multiplex vorstellen. Dazu verwende ich im Modell als Empfänger diesen RX9 DR Pro M-Link, den euch Stefan ja schon ausführlich beschrieben hat. Zur Konfiguration des GPS verwende ich das Multimate. Auch ein Artikel aus dem Hause Multiplex. Das Multimate ist ein Programmier- und Einstellgerät für diverse Multiplex-Empfänger, Regler, Sensoren und Hightech- bzw. Multiplex-Digital-Servos. Über den an der Stirnseite eingebauten PC-Port ist das Multimate updatefähig. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Dazu benutze ich das optional erhältliche Kabel. Schalte durch zweimaliges Drücken das Multimate ein. So, nochmal drücken. Gehe auf den Punkt PC.com. Nochmal drücken. Jetzt ist es bereit. Schließe das Kabel an einem freien USB-Port an und starte das Programm Multiplex Launcher. Klicke auf COM 4 und klicke auf Suche starten. Du hast es gefunden. Und jetzt zeigt er mir an, dass die Softwareversion 1.5 schon installiert ist. Ich hatte sie vorher installiert. Dann sage ich beenden. Und somit habe ich die aktuelle Software auf meinem Multimate. Kommen wir nun zum GPS-Sensor. Werkseitig werden auf dem Display des Senders folgende Daten angezeigt. Geschwindigkeit im Raum über Grund, Höhe über Fixpunkt im Meter, Entfernung im Raum zum Fixpunkt im Meter. Mit Fixpunkt wird immer dieser Punkt bezeichnet, an dem man den Sender eingeschaltet hat und den Empfänger aktiviert hat. Man hat noch viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten, unter anderem Entfernung horizontal zum Fixpunkt, dann der zurückgelegte Weg im Raum in Meter bzw. ab 10.000 Meter in Kilometer, Einstellung der jeweiligen Modelltypen, man unterscheidet da langsames Flugzeug oder schnelles Flugzeug, verschiedene Winkelangaben vom Fixpunkt zum Objekt und Richtung des Flugzeuges in Grad. Ich werde jetzt versuchen, noch mir den zurückgelegten Weg einzustellen. Dazu stecke ich den GPS-Sensor hier ein, schalte das Ultimate ein. Jetzt bin ich im Hauptmenü, drehe und gehe bis MPX-Sensor. Einschalten, bitte warten. Sensorwerte. Weiter drehen, bis auf Einstellungen. Jetzt mit Druck bestätigen. Und jetzt suche ich mir Weg 3D aus. Wegstrecke 2D, 3D. Bestätige. Und möchte auf Adresse 8 möchte es haben. Bestätige nochmal und jetzt gehe ich auf Daten senden, drücke länger und OK zeigt mir an, im GPS ist diese Einstellung jetzt programmiert. Gehe wieder zurück. Und zurück zum Hauptmenü und ausschalten. L bedeutet länger drücken und jetzt Multimeter ausgeschaltet. So, ich habe jetzt also auf dem Display meines Senders folgende Adressen eingestellt. 8 für Wegstrecke im Raum, 9 für die Geschwindigkeit, 10 für Höhe über Fixpunkt und 11 für die Entfernung im Raum. Jetzt gehen wir raus zum Modellflugplatz und sehen uns das in der Praxis an. Bis dann!